Seid gegrüßt, liebe Freunde, Zuschauer und Zuschauerinnen, zu einer weiteren Folge Odyssey im Auftrag des Königs mit der Folge 409. So, dann mache ich jetzt mal einen Schnitt. Da bin ich wieder. Ja, habe mal eben meine Brille gewechselt und auch meinen Stöpsel wieder reingetan und sehe gerade in der Kamera, naja, die neue Frise, die ich seit ein paar Monaten habe. Ja, mir gefällt sie wieder. Okay, gut. Als erstes darf ich mich auch mal erst herzlich bedanken für eure Kommentare und auch für eure Likes und auch, dass ihr mal meinen Odyssey-Kanal benutzt habt bzw. gesehen habt. Den werde ich jetzt mal einblenden kurz. Einen Momentico. So, das ist nämlich hier. Da könnt ihr nämlich drauf gucken, drauf gehen, denn da sind meine Folgen und noch ein bisschen mehr werden da sozusagen auch hochgeladen. Sozusagen auch als Backup-Kanal, aber später mehr. Ja, aber kommen wir jetzt mal hier wieder zu einem neuen Spielchen bzw. zu einer neuen Folge. Wir wollen weiterspielen. Ja, und ich muss wieder einrendern. Oh, hätte ich das mal vorher gemacht. Das wäre besser gewesen. Gut, dann schauen wir mal von Schwarzkopf, ob wir hier weiterkommen. Tja, und wie wahrscheinlich viele von euch, doch eigentlich alle von euch wahrscheinlich festgestellt haben, dass der In-Game-Sound nicht zu hören ist, liegt Asche auf mein Haupt. Es war mein Fehler. Und zwar habe ich zwar gehört von meinem Mischpult im Monitoring, dass der Game Sound da ist, aber unter den OBS-Eigenschaften und der erweiterte Audio-Eigenschaften habe ich vergessen, das Häkchen anzumachen. Und das während des ganzen Spiels. Jetzt bin ich am Überlegen, wie mache ich denn da weiter, ob ich da eine Musik unterlege oder ob ich es pur spielen lasse. Aber seht selbst oder hört selbst, wie ich das dann gemacht habe. Also sorry und Entschuldigung für diese Folge. Soll nicht mehr vorkommen. Also, bis dann und noch viel Spaß. So, da bin ich wieder reingebeamt. Jetzt geht's ja hier weiter. Und zwar haben wir ja den ersten 10 Schattenläufer hier. Aber ich habe im Hintergrund noch welche gesehen. Nee, gehört. Nicht gesehen, nur gehört. Und wie sieht's denn aus? Okay. Okay, ich bin wieder hier im Lahm-Modus. Das ist eigentlich gar nicht so unschlimm, aber ich werde mal kurz schleichen und hoffen darauf, dass ein schnarchender, hier geht's hoch, uiuiui, dass ein schnarchender Schattenläufer, hau ab, tolle Nummer, super, toll, kein Geschwindigkeitsring angelegt. Aber mal gucken, vielleicht können wir denn trotzdem so ein bisschen auf Abstand halten, ohne großartig Schläge einzubüßen. Oh, und ich bin eine Stufe gestiegen. Das ist doch klasse. Perfektor. Supi. Dann werden wir auch mal gleich speichern. Es muss noch einrendern nachher. Also Timing ist alles. Gerade bei solchen Kreaturen, die immer nach einem Schlag immer so ein bisschen zurückhüpfen. Da muss man schon wohl überlegt zuhauen. So, hier geht es immer nach oben. Wisst ihr was, ich glaube? Wir werden an einem Punkt rauskommen, an dem ich bestimmt schon mal war. Ach, guckt mal. Ach, Moment. Das kommt mir bekannt vor. Ja, richtig. Ich bin ja damals da reingegangen und einer von meinen treuen Zuschauern, ich meine, dass es Taris war, der gesagt, so vom Wegen, hier ist ja auch noch eine Höhle. Also damit hat sich das auch erledigt. Dann können wir wieder runter. Und Alain hat mir auch noch gesagt, ich hätte da noch ein Portal bzw. noch eine Truhe vergessen. Ja, das weiß ich, das habe ich im Schnitt gesehen. Und auch während des Spiels denkt man dran und ja, und dann ist man wieder abgelenkt. Aber gut, okay. Gut, dass wir solche aufmerksamen Stammzuschauer haben, die einen darauf aufmerksam machen und ich kann mir das dann auch merken. Okidoki. Okay, bei diesem ganzen Gewirr und Gewahr hier. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo war denn das nochmal? Ich bin ja ursprünglichst dahin und dorthin. Ich werde mal wieder hier rüber gehen. Und
Nein, das war auf der anderen Seite. Der anderen Seite? Aha. Das ist noch ein Wasserfall, den müsste man sich mal einprägen. Ja gut, okay, ich müsste nur mal kurz rüberspringen auf die andere Seite. Okay. Leute, dieses Gestrüpp, ne? Aber gut. Hier haben wir eine heile Pflanze. Machen wir mal eine Speicherung. Und den Bogen müsste ich mal wieder neu bestücken. Das war wieder klar. So, auch ich habe jetzt wieder eine neue Renderer-Version reingetan. Und zwar die Codename Phoenix-Version von Kirides. Dort habe ich dann auch... Dort habe ich dann auch erfahren, dass die HDR, die ich eingeschaltet hatte, wie ihr in der letzten Folge wahrscheinlich gesehen habt, dass da so eine Art Blendeffekt ist. Sollte ich wohl drin lassen. Also das fandest du alle ganz gut. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich diese Truhe schon geöffnet habe. Ja, das war die erste Truhe. Dann gab es ja aber noch eine zweite. Also, ne? Das war ja die zweite. Das Ding dürfte noch nicht funktionieren. Da gibt es nur immer diesen schönen Ringeffekt. Erinnert mich irgendwie immer an die Serie Stargate, falls sie jemand kennt. Mit diesem Gua'uld Teleporter. Hier gibt es noch ein bisschen Waldbeeren. So. Jetzt weiß ich nicht, war das Ding doch auf einer Seite oder was? Also ich weiß noch hier ganz genau, wenn ich hier weitergehe, dann gibt es Klitsche mit diesen Knochenkriegern. Schauen wir mal. Irgendwo war das doch hier. Ja, genau da oben. So, dann bin ich ja rüber gefetzt. Einfach mal so ganz elegant über das Bächli rüberkopst. Und ich muss ehrlich sagen, ich werde auch wieder mich den 4 Folgen pro Woche anschließen. Das heißt also, ja, das fetzt wohl wieder bei mir. Das ist gut so. Naja, jetzt kommt das wieder. Und jetzt komme ich überhaupt nicht mehr durch. Hier auch nicht mehr. Ah, oha, ganz neu. Nee, doch nicht neu. Hier ist ja diese komische... Ja, okay, jetzt sind wir da wieder. Ich mache das jetzt so. Ich springe jetzt dahin, wo ich wohl die Truhe vergessen habe zu öffnen. Also bis dann. Wurde jetzt bin ich an einem ganz neuen Punkt angekommen. Bin immer weiter gegangen, nachdem hier ganz viele Büsche mich nicht durchgelassen haben. Und was sehen wir hier? Hier sehen wir natürlich wieder einen Herrn... einen Herrn Puma. Oder wilder Leopard. Kann mir die Namen nicht merken. Los, komm. Nein. Oh, ich muss mich wieder einfunzen. Sorry, liebe Leute. Ja, ein kräftiger Gepard. Leo Gepard. So. Also, da das hier wieder neu ist und ich irgendwo hinrutsche, sehe ich eine wilde Giftwespe. Kriegen wir die schon weg? Von hier aus noch nicht. Machen wir das Ganze mal ein bisschen näher betrachten. Hey, wo bist du denn jetzt? Ah, hier kam ich durch. Okay. So, jetzt ist es futsch. So. Also wieder ein neues Terrain hier. Wie schon gesagt, ich habe immer noch vor, zu diesem anderen Portal mit der Truhe hinzufetzen. Aha. Aber hier komme ich wieder nicht durch. Aber der Pfeil kommt durch. Kann ich den rüberspringen? Moment, mache ich nochmal Anlauf. Nee, das ist echt übelst. So muss ich irgendwie hier versuchen rumzukommen. Komme ich hier durch? Hier komme ich durch. Okay. Dann habe ich hier wieder so einen fetten Baum vor mir. Oh, Sumpfkraut, das ist auch selten hier. So, aha. Ach Leute, das ist ja ziemlich... Dickicht.
So, wo warst du? Heilpflanze. Da sind ja gleich mehrere. So ein Mist. Aber aufgrund der Tatsache, dass die ja da hinten auch Probleme haben, bestimmt durch das Dickicht zu kommen. Ich speichere mal eben ab. Sollte ich den Vorteil dieser undurchdringlichen Büsche hier mal nutzen? Oh. Okay. So. Gucken wir. Falls er hat gegrölt. Jetzt hat er sich wieder verzogen. Ich will euch wegkriegen. So. Mal gucken. Diese Büsche sind ja nicht durchdringbar hier, ne? Genau, richtig. Jetzt kann man echt nur hoffen, dass das klappt. Ja, den habe ich getroffen. Mal gucken kann. Oh, er kann ja. Er kommt sogar durch die Büsche mit seinen Pranken. Ah, war ich ein bisschen zu unvorsichtig. Okay, Erfahrung 1. Und da ja noch einer da war, apropos Erfahrung, gucken wir mal. Nein, das noch nicht. Lernpunkte 60. Ja, okay, speichern. Und mal gucken, wo der nächste ist. Der muss doch auch in der Nähe sein. Der ist da hinten irgendwo. Ne, jetzt. Ja, jetzt. Wie Kletten sind das? Manchmal bleibe ich so hängen. Da ist er. Der kräftige Leopard. Der dürfte auch. Ja, wunderbar. Bleiben wir am besten hier erstmal hängen. So nah wie möglich ran. Genau, richtig. Dann kommt er ran. Guten Abstand nehmen. Wunderbar. Also Leute, es gibt ja einige, die auch ein bisschen geschrieben haben im Forum für Odyssey im Auftrag des Königs. Oh, diese vielen Büsche, an denen man immer hängen bleibt, die sind gar nicht so vom Nachteil. Also, meine Feststellung. Haben wir denn hier noch was in der Ecke? Meine nicht. Hier würden wir dann wieder zurückkommen. Und ich bin neugierig, wie es hier weitergeht. Also auf der Seite bis zum bitteren Ende. Erstmal die Heilpflanze hier weiternehmen. So, und mal gucken. Da ist der Kräftige. Den haben wir, das war der Erste. So, ich will aber hier auf der Seite bleiben. Komme ich, hier, bei denen komme ich durch. Okay, hier nicht. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen neues Terrain. Dann wieder zur Teleport-Plattform finde, die zweite. Will ich doch in dieser Folge hoffen. Speichern. Kann auch sein, dass ich hier wieder so eine Höhle versteckt. Nein. Was sind das hier für lustige Tabakblätter hier? Okay. Oh, ein Dickicht. So, nochmal ein bisschen hier abgucken. An ihr seid. Ich höre wieder was. Was ist das für ein Geräusch? Ist das jetzt nur Wasserambience oder ist hier doch noch was in der Nähe? Okay, hier sehe ich. Dunkelpelze, Butlerfleische. Gut, okay. Also erstmal immer nach Reichweite geguckt mit dem Bogen, ob da was in der Nähe ist. Sicherheitshalber nochmal hier den ganzen Loot mitnehmen. Ja, ich will alles mitnehmen. Sofern es mir möglich ist. Also, ich möchte mal wissen, wie viel Prozent ich von dem ganzen Zeug mitgenommen habe. Welches in diesen Welten verteilt worden ist. Vielleicht nur 60% oder sowas, schätze ich mal. Das ist von dem, was ich entdeckt habe. Ja, okay, hier ist nichts. War hier was? Nein, aber hier geht's irgendwo rechts rein. Nee, das ist auch wieder. Ist das wieder dieser Erker, wo ich schon mal war?
bin ich jetzt im Kreis gegangen oder was oder wieder was? Ja. Okay, dann wird die Mission. Moment mal. Das ist irgendwie nur gleiche Wops. Ich weiß es nicht. An diese Geschichte kann ich mich nicht erinnern. Also von der letzten Folge mit den beiden Baumstämmen, nicht? Hier ist eine Heilpflanze. Oh Leute, ist das eng. Mal drüben gucken hier. Die Musik ist richtig passend hierzu. Ein kleiner Georg Samphir, der da am Rumflöten ist. Das ist so richtige Spannungsbogenmusik. Okay, so wie das aussieht, werde ich diese Geschichte schon durchhaben. Und jetzt mache ich mich, glaube ich, auf, nochmal ins Off zu gehen und weiter zu gucken, wo denn jetzt die vergessene Truhe ist. Ja, endlich, da ist sie. Das unterscheidet sich auch von der Position des, meine ich, des Portals. Und der ist ein bisschen weiter zur Statue hin, wäre das andere Portal irgendwo hier stand. Gut, okidoki, dann wollen wir mal die Truhe knacken, meine ich. Okay. Oh. So, was haben wir denn hier? Ornamentkrieger, Ornamentring für den Schalterkrieger. Jetzt geht das wieder los. Oh, nee. Okay. Oh, hätte ich mal dran denken können, ne? So, auf ein neues. Ach so. So, abhauen. Du sollst abhauen. Oh, jetzt bleibt er da hängen. Ich fasse es ja nicht. So, mal gucken. Untoter Vergewaltkrieger? Nein, Dingsbumskrieger. Warandkrieger. Oh, dafür können die nichts einstecken, okay. Vergifteter Zweihänder, Alter. So, Knochen. Wo ist der Anne? Der andere? Wo ist der andere? Waren doch Zweier? Ach, die liegen übereinander, oder? Okay, so wird ein Knochen geholt. So, dann gucken wir mal, was wir Neues haben. So, die Himmelscheibe. Ah, das sind alles Equipments für die Himmelscheibe. Ich habe das Ornament gefunden. Gibt's denn noch irgendwas Neues, was ich hier reingeballert hat? Nee, da brauche ich immer nur auf die obere Geschichte zu gucken hier. Das ist neu. Okay, auch wieder von Ninja. Ein super Tool für die Tagebuchaufgaben. Die aktuellsten werden dann sozusagen mal nach oben gescrollt und braucht man nicht stundenlang zu gucken, weil gerade bei dieser Mod sind ja die Aufgaben sehr, sehr, sehr komplex. Ja, weiß jetzt nicht, ob das jetzt alle Plafos sind, also Plattformen. Habe ich die schon ausprobiert? Ich guck mal, ob ich die Plattform zum Laufen kriege. Das wird aber wahrscheinlich nicht der Fall sein. Nee, okay. Gut, dann grase ich noch mir so ein bisschen ab und dann geht's an die Stelle, da wo die anderen Knochenkriegern waren, also da wo die Brücke ist. Da muss ich mich auch noch mal hier in diesem Fichtendickicht, nee, Fichten sind das ja gar nicht, im Laubwald hier noch mal umgucken, wo das ist. Also Leute, bis denne. Ja, da sind sie, also beziehungsweise einer von denen. Und vielleicht kann ich ja schon mal aus der Entfernung schon einen leichten Schaden machen. Oh ja, mache ich sogar. Mal gucken, ob der zurückschießt. Ja, er schießt zurück. Dieser Knochenkrieger, dieser Böse. Oh Mann. Oh, da sind gleich mehrere, okay. Jedenfalls, der schießt ja wie außer MP. Moment mal, hier habe ich einen Baum. Da ist, genau, da habe ich Deckung.
Okay. So, und da gibt es auch so einen alten Trick. Mal gucken, ob ich den noch kann. Ich habe abgespeichert an der Stelle und neu geladen. Natürlich müsste ich dann mal da meinen Bogen wieder neu bestücken. Ich dachte, die bleiben nämlich in der Position. Ach Leute, nee, ne? So. Also wir haben gesehen, im Hintergrund sind die runtergestürzt. Kommen die jetzt selber nicht weiter, oder was? Ah, siehste, klappt nicht. Schade, schade, schade. Aber die kommen nicht raus hier aus dem Gebüsch. Aha. Gucken, irgendwie versuchen noch näher ranzukommen, damit er bei seiner Nahkampfwaffe bleibt. Oh, ich komme durch die Büsche. Okay. Auch das ist erledigt. Gibt's noch einen, der sich irgendwo verstecke deit? Ja, gibt's noch einen. Okay, dann werde ich mal speichern. Und was essen. Gut. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ah, okay, er hat seine Waffe gezogen. Oh! Kann da sein, dass er eventuell durch den Busch gekommen ist? Jetzt bin ich wieder zu weit weg. Okay, machen wir ein bisschen so Breakdance machen hier. Okay, dann gehen wir mal zum nächsten Baum als Rettung. Als Deckung, meine ich. Wo bist du denn? Ah, der ist noch da. Oh, jetzt hat er mich erwischt. Aua, aua, nochmal erwischt. Gut, das heißt, er ist jetzt hier. Schade, schade, schade. Auf ein neues. Siehst du, der kommt da gleich durch. Der Heinz kommt da gleich durch. So, und wieso? Ah ja, weil ich eine Waffe in der Hand habe. So, wollen wir mal gucken. Deckung. Da ist er. Der haut wieder ab. Okay. So. Okay, sobald ich Deckung habe, ist er dann, hört er auf zu schießen. Okay, zum nächsten Baum. Und dass da oben auch noch jemand ist. Okay, einen haben wir schon. Und irgendwo da oben ist auch einer. So, gucken wir mal. Ah, das fällt. Das verdeckt das alles hier. Guck, da ist einer, da ist er, da ist wieder einer. Kommt einer runtergefallen? Nee. Die fallen ja so gerne runter. Diese Knochenkrieger kommen aber durch diese Hecke hier nicht durch. Gucken. Nee. Du sollst nicht den Baum hochklettern. Och Leute, nee, ne? Schnell was trinken, glaube ich. Okay, also da müsste einer noch sein. Eben nicht. Also, mal gucken, wer als erstes überlebt. Hm. Er trifft auch nicht immer. Also bis jetzt bin ich ganz gut dabei, ihn eventuell, und da ist er auch kaputt. Wow, Speicher. Da ist noch einer, oder? Ist da noch einer? Da ist noch einer. Aber der kommt nicht zum Schießen. Der kommt nicht zum Schuss, liebe Freunde. Also das ist jetzt mal echt Glück. Wow. Das sind immer so Millimüh. Die du dich bewegen musst, damit du triffst. Ja, okay. Los, komm. Er schießt noch gar nicht. Er hat wohl noch gar nicht irgendwie mitgekriegt, dass ich gut zu treffen wäre. Dann speichern wir mal und hoffen, dass ich nicht mehr noch in einen anderen Hinterhalt komme.
Okay. Also nochmal gucken, dass da noch einer vorwärts kommt. So. Okay. Hier kann ich durch. Oben gucken, ob noch einer kommt. Hier liegt auch noch ein Knochenkrieger. Da gibt es Dämonen 22. Magischer Pfeil, logischer. Oh, das ist gut. Dann ein schwerer Dämonenbogen. Was? Mann. Was soll denn das? Doch so. Viel Glück gehabt eben. Wo sind die anderen jetzt wieder hin? Wo war das denn gekommen? Das sah aus, als würde er von der anderen Seite gekommen sein. Der Pfeil oder die Pfeile. Da oben? Ach, Leute. Aber, okay, bis jetzt ist noch keiner hier am Schießen. Und schwerer Dämonenbogen. Welcher ist denn das? Ach, das ist der. Okay, der hat nicht viel. Der hat nicht viel. Okay, ich sehe was flackern da oben. Kann natürlich Texturflackern sein. Nee, ist es nicht. Da oben liegt ein Bogen noch, ein schwerer Dämonenbogen. Ich komme hier sogar vorbei. Okay, ich glaube an der Stelle mal speichern. Perfide Knochenkrieger. Du siehst sie nicht, aber sie schießen. Du siehst nur die Pfeile. Aber wo war der andere Knochenkrieger? Irgendwie hier? Und vor allem dieses Gebüsch, ne? Also das ist ja lustig. Und dieses dauernde Hängenbleiben, das ist natürlich in einem Kampffall. Also wenn du jetzt überraschend... Oh, eine Zirpennessel. Wenn du überraschenderweise angegriffen wirst, dann sind natürlich solche Geschichten sehr, sehr hinderlich. Okay, also wenn's du da hier durchgehst, wie in so einem Pflanzenlabyrinth, müsste doch auf der Seite irgendwie es möglich sein. Na, wieder hängen geblieben. Also ganz eng hier. Dass man hier irgendwo darüber kommt. Heilpflanze. Und zwar irgendwie von der Seite. Okay, komme ich hier. Hier komme ich durch. So, was erwartet mich hier? Soweit ich weiß, bis jetzt noch nichts. Speichern. Gut, also. Ist das ein... Stopp, stopp, stopp! Da zischte es wieder. Da zischen wieder die Pfeile hier. An mir vorbei. Also von da oben irgendwo. Da oben. Okay. Nee, da treffe ich immer nur Felsen. Ist das gemein. Komme ich da vorbei? Nee. Krack. Das ist nur einer? Sieht aus, als wäre es nur einer. So, jetzt haben wir einen anderen Winkel. Müsste er sozusagen hier vorkommen. Kommt er aber nicht. Wo führt die Brücke hin? Die Brücke führt hier hin. Okay. Okay, egal was ich jetzt an Loot vergessen habe. Los, komm. Ja, jetzt will ich mal sehen, wo das hier hinführt. So, gibt es hier eventuell noch... Oh ne, das ist... Kommt mir bekannt vor. Obwohl es sind immer die gleichen Pflanzen. Auch die Heilpflanzen sind gleich geblieben. Okay, irgendwie müssen wir zusehen, dass wir hier einen Zugang finden. Dass wir auf die Brücke kommen. So. Ja. Sehe ich noch keinen Zugang. Und hier wird es irgendwie auch... irgendwie unzugänglicher. Versuchen wir das mal von der anderen Seite. Oh,
Ja, Plattenläufer. Ja, sorry, dass ich immer hier gegen die Pflanzen stoße. Glück, dass sie nicht irgendwie explodieren oder sowas. Ist denn hier was? Halt wohl im Felsen, aus dem Felsen zu kommen. Haha, witzlos. Nee. Naja, hier. Man müsste hier reinkommen. Vielleicht gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, da reinzukommen. Aber das hatte ich ja schon mal probiert, weil hier der Schattenläufer-Sound war. Hehe. Was machen? Was machen? So, ich habe mal in meinem Zauberkasten rumgewühlt und vielleicht kann ich irgendwie hier das hier benutzen, um als Blutfliege hier hochzukommen. Ich, als Mensch komme ich ja hier nicht hoch, aber ich versuch's einfach mal. Also nehmen wir dich mal. Ja, nee, das ist... Hab ich hier hängen. Nee, das ist genau das Gleiche. Ist genau das Gleiche. Oh, schade. Das ist so ulkigst. Mist. Nee, hier komme ich auch nicht hoch. Aber ich begründe mal, wenn zu Fell. Oh. Blutfliege kann auch nicht hochspringen. Einen Zugang zur Brücke zu bekommen. Irgendwie, wo ich hochkommen könnte. Nein, auch nicht. Wo ich als Mensch nicht hingelange, auch mit Sprüngen nicht, komme ich mit der Blutfliege auch nicht durch. Ups, ja, aber über Wasser fliegen kann ich. Das ist ein toller Vorteil. Und wieder hier hängen bleiben. Hm. Moment. Ist aber ein Wasserfall und ein Felsen, aber der wird mich nicht nach oben bringen. Leute. I'm so sorry, dass wir hier jetzt nicht weiterkommen. Kurzen Tauchgang durch den Fluss. Ja, okay, dann lassen wir es jetzt mal bleiben. Ist wieder ein Oh, sorry. Ach ja. Yeah. Dann müssen wir es beim nächsten Mal in der nächsten Folge ausprobieren, dass wir da eventuell irgendwie zur Brücke kommen. Ja, das soll es dann in dieser Folge erstmal gewesen sein. Aber wieder hängen bleiben. Ich brauche erstmal hier wieder ein Lip. Gut. Okay, so, an dieser Stelle mache ich mal wieder ein Päuschen, beziehungsweise... Ein Päuschen zur nächsten Folge und Grüße gehen raus. Und was ich noch euch noch sagen wollte, ist, dass ich jetzt mal hier wieder die Waffen umgewechselt habe. Ne? Weil als Blutfliege zur Rückverwandlung, da vertauschen sich die Waffen. Das ist wahrscheinlich ein alter Gothic-Bug. Also, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Schreibt einen Kommentar, ja, natürlich wie immer, und schaut auf meinem Odyssey-Kanal. Macht's gut! Tschüss. Steht übrigens in der Videobeschreibung, ne? Da kann man auch mal was nachlesen. Also, ciao, macht's gut.